Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt und tut Gutes. Wahrlich, Allah liebt die Guttuenden. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Frage sozialer Solidarität, die Rechte der Eltern, der älteren Menschen und der Schwachen als Beispiel. Die Botschaft des Islam ist die Botschaft der Menschlichkeit, der Rechtschaffenheit, der Barmherzigkeit und der Erhabenheit. Es zielt darauf ab, dass die Menschen ein ehrenhaftes Leben in einer von der sozialen Solidarität geprägten Gesellschaft führen, die auf der Grundlage von Erleichterung, Selbstlosigkeit und weit entfernt von jedem Aspekt von Egoismus, Begehrlichkeit und Habgier beruht. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und der Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung: Wer nachts satt schläft, während sein Nachbar hungert, wobei er das weiß, gilt nicht als richtiger Gläubiger. Zitat Ende. In einer weiteren Überlieferung steht: Allah gewährt bestimmten Personen Wohltaten, er lässt sie bei ihnen, solange sie die Bedürfnisse der Muslime ohne Überdruss befriedigen. Wenn sie Überdruss empfinden, verlegt Allah diese Wohltaten auf andere. Zitat Ende. Wenn diese religiösen, menschlichen und gesellschaftlichen Werte unter den Menschen notwendig sind, werden sie in Notzeiten und Krisen immer wichtiger und mehr belohnt, insbesondere gegenüber den Schwachen und den am dringendsten versorgt werden müssen. Wenn die Almosen für die Armen eine Wohltätigkeit ist, dann wäre sie für die Verwandten nicht nur eine normale Wohltätigkeit, sondern auch als Befliege der Verwandtschaftsbande. Die Rechte der Eltern, denen man Güte erweisen muss, ist eine tugendhafte Tat ohne Gleichen. Allah, gepriesen sei er, befiehlt uns, sie zu ehren und sie mit vorbildlicher, frommer Güte zu behandeln. Allah, preis sei ihm, sagt so im Koran: Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, sag nie Pfui zu ihnen und stoße sie nicht zurück, sondern sprich zu ihnen ein ehrerbietiges Wort und neige gütig gegen sie den Fittich der Demut und sprich: Mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich als Kleines betreuten. Zitat Ende. Zweifellos ist die fromme Güte den Eltern gegenüber die Haltung derer von besonderer Natur, auf die sich alle Religionen einigen. Dies ist in der Tat aber auch die Moral der Propheten und der Gesandten. Beispielsweise spricht Allah über die Tugenden des Propheten Yahya, Allahs Friede auf ihm, indem er sagt, also im Koran: Und er erbietig gegen seine Eltern und er war nicht hochfahrend, trutzig. Zitat Ende. Allah sagt ferner auf der Zunge von Jesus, Allahs Friede auf ihm: Und er machte mich erbietig gegen meine Mutter, er hat mich nicht hochfahrend, elend gemacht. Zitat Ende. Als der Prophet Muhammad, Allah Segen und der Friede auf ihm, das Grab seiner Mutter besuchte, weinte er aus Sehnsucht zu ihr und brachte sein Gefolge zum Weinen. Die Eltern haben daher verschiedene Rechte, unter anderem große Achtung, Respekt und Gehorsam ihnen gegenüber. Allah Ehre sei ihm, sagt so im Koran, und neige gütig gegen sie den Fittich der Demut. Zitat Ende. Als Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, zwei Männer einmal sah, fragte er den einen: Wer ist das für dich? Er ist mein Vater, antwortete er. Abu Huraira erwiderte: Nenne ihn bloß nicht beim Vornamen, geh nicht vor ihn her und sitze dich nicht vor ihn. Zitat Ende. Man muss ihnen besonders im hohen Alter Güte in vollen Zügen erweisen, was als eine Anerkennung ihrer unbegrenzten Leistungen gilt. Allah Ehre sei ihm, sagt im Koran: Wenn einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, sag nie Pfui zu ihnen und stoße sie nicht zurück, sondern sprich zu ihnen ein ehrerbietiges Wort und neige gütig gegen sie den Fittich der Demut und sprich: Mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich als Kleines betreuten. Zitat Ende.
Wir bestätigen dann, dass der Erfolgreiche derjenige ist, der durch seine Wohltätigkeit für seine Eltern ihre Bittgebete gewinnt. Daher wird er im Diesseits und im Jenseits glücklich sein. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und der Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, es gibt drei Bittgebete, die zweifellos erhört werden. Das Gebet von jemandem, dem Unrecht zugefügt wurde, das Gebet des Reisenden und das Gebet eines Vaters für sein Kind. Zitat Ende. Letzteres ist weder abzulehnen noch auszuschöpfen. Wer seinen Eltern nicht gut tut, der hat überhaupt nichts Gutes. Man kann ihn daher weder als Freund noch als Vertrauter zu nehmen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allah Segen und Friede seien auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. So wie die reine Scharia darauf Wert legt, den Eltern die Güte zu erweisen, so empfiehlt sie auch, die Alten und die Schwachen zu ehren und ihnen Respekt und Fürsorge entgegenzubringen. Sie macht die Ehrung dieser Menschen zu einem Teil der Verherrlichung Allahs, des Erhabenen. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, es gehört in der Tat zur Verehrung Allahs, des Erhabenen, einen betagten Muslim zu ehren. Zitat Ende. Die alten Menschen sind es daher wert, voranzukommen, respektiert und hochgeachtet zu werden. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, wer zu unseren Kleinen nicht barmherzig ist und die Ehre unserer Alten nicht achtet, gehört nicht zu uns. Zitat Ende. Die Großartigkeit dieser Religion geht noch weiter, indem sie keinen Unterschied zwischen den Schwachen und den Alten aufgrund ihrer Religion oder ihrer Rasse macht, wenn es um Respekt, Wohltätigkeit und große Zügigkeit geht, die man ihnen schuldet. Zitat Ende. Umar ibn Khattab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sah einen alten Mann aus dem Volk der Schrift, der bettelte. Er nahm ihn an der Hand und ging mit ihm nach Hause. Dort erwies er ihm Gutes und gab ihm, was er für seine Bedürfnisse brauchte. Dann schickte er ihn zum Schatzmeister des Finanzhauses mit den Worten, prüfe den Fall dieses Mannes und seiner Art Genossin. Bei Allah, man ist ihm gegenüber nicht gerecht, wenn man ihn in der Jugend verzehrt und ihn im Alter fallen ließ. Zitat Ende. Es besteht daher ein großer Bedarf, die Werte Solidarität, Respekt und Anerkennung zu verankern, um Zuneigung und Güte in der gesamten Gesellschaft zu verwirklichen. O Allah, bewahr unser Land Ägypten und alle Weltländer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.